your perspective, is Germany a country of immigration? Yes, absolutely. Can you elaborate? I look at the Huguenots, look at all the people who always came to Germany, pass through Germany, influence Germany. Ja, ist okay, aber nur alle in Maßen. Das sind ja Massen, keine Maßen. Das unterscheidet sich. Wenn man sieht, ja, wo sind die Deutschen denn noch? Keiner mehr. Wir sind die eigenen Ausländer, unser eigenes Land hier, ja, das funktioniert nicht. We are in the center of Europe and people are commuting through, staying here, influencing the country. And yeah, I think we are an immigration country. Since the maybe 1950s, 1960s. Deutschland macht wirklich sehr, sehr viel für die Migranten und für die Flüchtlinge. Macht das, was kann. Und auch ein bisschen mehr, was vielleicht auch nicht kann. Ja. Klar ist das ein Integrationsland. Die können ja auch alle herkommen. Nicht? Die Merkel hat ja alle eingeladen und sollen sie kommen und dann sind sie auch alle da. Das ist ja verrückt, was alles hier ist. Die halbe Welt rennt ja hier rum. I'm a supporter of integration and helping refugees and especially like accommodating like everyone's cultural needs. I feel very different if I'm around it with non-Germans and I'm the only German. I feel like, okay, that's kind of weird because I'm not used to that, but I think in future everyone needs to get used to that because that's our world. But some people disagree and that's why populism is rising, I think. It's normal human behavior. If there's coming in a short time a lot of change, people are a little bit, I'm not sure about this.